Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Heute geht es um 5 positive Gründe, warum ich Krisenvorsorge und Prepping betreibe. Und ein paar schöne Naturaufnahmen mit meiner neuen Drohne. Weiter geht's nach meinem neuen Intro. Prepping und Krisenvorsorge ist oft negativ behaftet, weil man sich im Vorfeld eben mit Krisen, Ausnahmesituationen auseinandersetzen muss. Das ist für viele Menschen bedrückend und es löst zum Teil auch Ängste aus. Darum ist es mir sehr wichtig, dass ich heute auf 5 Gründe eingehe, warum Prepping und Krisenvorsorge für mich wirklich Sinn macht und auch etwas Positives ist. Ich habe das Thema in meinem Blog bereits schon mal behandelt. Link dazu gebe ich euch unter das Video, aber ich möchte unbedingt auch noch ein Video dazu machen. Und darum geht es heute. Fangen wir gleich mit dem ersten Grund an. Es gibt für Menschen 2 Gefühle, die sehr unangenehm sind. Das erste ist Kontrollverlust und das zweite ist Hilflosigkeit. Leider verspüren wir solche Gefühle bei Krisen oder Ausnahmesituationen auf jeden Fall. Oder zumindest die meisten von uns. Genau da setzt Krisenvorsorge und Prepping eigentlich an. Durch das Vorbereiten, durch das Auseinandersetzen im Vorfeld mit diesen Situationen und auch mit dem Trainieren von gewissen Abläufen, wie es auch Feuerwehr, Rettung und andere Institutionen tun, bekommt man eine gewisse Sicherheit und auch ja, einen Plan, was man dann machen würde, wenn etwas eintritt. Und ich glaube, dass das eine positive Sache ist. Wenn man das Ganze vom Thema Ausrüstung her betrachtet, dann fällt mir nur der Spruch ein, haben ist besser als brauchen. Also wenn ich in einer Krisensituation bin und ich muss dringend ein Feuer machen und ich habe keinen Feuerstahl, dann habe ich vielleicht ein Problem. Man sollte natürlich auch Feuer machen können ohne Feuerstahl, aber wenn ich einen dabei habe, dann wird es wesentlich einfacher sein. Also ist das der erste positive Grund. Der zweite Grund lautet, hilf dir selbst, dann ist dir geholfen. Wir haben viele Institutionen, Feuerwehr, Rettung, Militär, Polizei, die uns in Ausnahme- oder Krisensituationen vielleicht helfen können. Trotzdem gibt es auch für diese Einrichtungen klare Grenzen. Ich habe vor kurzem mit einem Soldaten des österreichischen Bundesheeres, also des österreichischen Militärs, gesprochen und er hat mir versichert, dass es in Österreich keine Vereinigung gibt, die genug Nahrungsmittel und Trinkwasser irgendwo auf Lager hat, um eine große Anzahl von Menschen längere Zeiträume versorgen zu können. Das gibt es in Österreich nicht. Und es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Regierungen und Katastrophenbehörden der Bevölkerung nahelegen, selbst vorzusorgen. Also schaut ins Internet, es gibt hier überall Listen und Einkaufsprotokolle, die man abarbeiten kann, um sich zu Hause versorgen zu können. Und das hat alles seine Berechtigung. Den dritten Grund würde ich nennen, Wissen ist Macht. Wenn ich in einer Extrem- oder Ausnahmesituation überleben möchte, dann muss ich mir gewisse Fähigkeiten aneignen und vor allem auch Wissen in Bezug auf Buschkraft, Erste Hilfe, Nahrung aus der Natur und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das kann gar kein Fehler sein, wenn man sich hier weiterbildet. Früher gab es dieses Wissen ja auch. Also unsere Vorfahren, Großeltern, Urgroßeltern, waren eigentlich Prepper und Krisenvorsorger. Sie wussten, wie man Lebensmittel haltbar macht. Sie wussten auch, wie man mit der Natur arbeitet. Wir haben das leider großteils verlernt und daher sehe ich den dritten Grund ebenso als positiv, weil ich mir das da wieder zurückholen kann.
Der vierte Grund, warum ich Prepping und Krisenvorsorge als positiv sehe, mag für euch vielleicht komisch klingen. Es geht hier um ein neues Körpergefühl. Voriges Jahr hatte ich 130 Kilo und war alles andere als fit. Mir ist schnell klar geworden, dass ich in einer wirklichen Ausnahmesituation oder Extremsituation mit diesen körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich ja, ganz schlechte Karten habe. Daher habe ich entschieden, im Jänner eine Diät zu starten und ein Fitnessprogramm und habe jetzt in 3,5 Monaten 22 Kilo abgenommen und bin relativ fit wieder unterwegs. Und wenn das kein positiver Grund ist für eine Krisenvorsorge und Prepping, dann weiß ich es nicht. Es geht auch darum, dass ich für meine Gesundheit abgenommen habe, aber ohne der Motivation Prepping und Krisenvorsorge hätte ich das, glaube ich, so nicht geschafft. Der fünfte und positivste Grund für mich, Prepping zu betreiben, ist, dass es ein klares Ja zum Leben ist. Wenn ihr mich vor einigen Jahren gefragt hättet, was ich machen würde, wenn ein Meteorit auf die Erde schlägt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich möchte, dass er mich zuerst trifft. Das klingt jetzt düster, aber meine Lebenseinstellung war tatsächlich so. Ich habe mich auch schon immer für Krisen, Kriege und Ausnahmesituationen interessiert, aber nie den Wunsch gehabt, dass ich irgendetwas aktiv mache in Richtung Vorbereitung auf solche Events. In letzter Zeit oder in den letzten paar Jahren hat sich meine Psyche durch Prepping und Krisenvorsorge dann verändert. Ich bin jetzt nicht mehr der Meinung, dass ich der Erste sein möchte, der bei einer großen Krise oder bei einem Krieg die Welt verlässt, sondern ich bin mir sicher, dass ich um mein Leben und das Leben meiner Lieben kämpfen werde. Mit allen möglichen Mitteln und ich werde auch Vorbereitungen dafür treffen. Und wenn das kein positiver Grund ist, was dann? Leider wollen sich viele Menschen nicht mit Krisen oder Kriegen oder schwierigen Situationen auseinandersetzen, weil sie einfach fürchten, dass sich ihr Leben dramatisch zum Negativen verändern könnte. Ich kann euch nur versichern, dass Krisenvorsorge und Prepping in meinem Leben sich absolut positiv ausgewirkt hat. Allein schon durch diese 5 Gründe, die ich heute genannt habe. Ich bin ein zuversichtlicher, glücklicher und auf keinen Fall ängstlicher Mensch. Aber ich bin trotzdem froh, wenn nie eine Krise kommt und ich meine ganzen Vorbereitungen eigentlich ja, umsonst mache. Das wäre mir sehr, sehr recht. Falls doch etwas Schlimmes eintritt, dann bin ich vorbereitet und das gibt mir ein sicheres Gefühl. Wie seht ihr Prepping und Krisenvorsorge? Ist es etwas Positives für euch, etwas Negatives oder seht ihr das überhaupt als sinnlos? Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, würde ich mich wirklich über ein Abo freuen und das war's für heute. Euer Prepper Fox.